Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen ASMR-Video. Ihr habt euch gewünscht, dass ich auch diesmal wieder die Trendradar-Box im ASMR-Stil auspacke, ein paar Geräusche für euch mache und sanft spreche. Also tun wir das heute. Die Trendradar-Box im Juli heißt Ich sage es mittlerweile bei fast jeder Trendradar-Box. Es ist die beste Box bisher. Ich bin jedes Mal aufs Neue so begeistert von den Inhalten. Und diesmal ist es auch super, super viel. Deswegen starten wir auch gleich. Ab und an gucke ich in das Heftchen und lese ein bisschen was zu den Produkten vor. Eine Sache, mit der möchte ich starten. Und zwar ist es das hier. Das ist Puer Tomate Terere Lemongrass. Das Original aus Südamerika. Terere ist ein kalt aufgebrühter, kalorienarmer und anregender Tee aus den Blättern der Matepflanze. Terere ist mehr als ein Wachmacher. Insbesondere in Paraguay, Argentinien und Brasilien wird der kalte Mate-Tee gerne in einer geselligen Runde getrunken, um sich zu erfrischen, energetisieren und gleichzeitig Freundschaften pflegen zu können. Das finde ich schon sehr geil, einfach vom Hintergrund. Da sind 500 Milliliter drin und das ist koffeinhaltig. Cold Brew Mate-Eistee mit Zitronengras. Und ich habe mir den kalt gestellt und probiere den jetzt gleich. Sehr gut. Sehr. Oh, wow. Schmeckt mega gut. Oh, schmeckt wirklich sehr gut. Und es tut mir an dieser Stelle sehr leid, aber wie immer, wenn ich ASMR-Videos drehe, sind die Katzen da und eine fängt auch gerade an zu fressen. Ich weiß nicht, was das ist. Okay, gucken wir mal. Ja. Da kostet einer 1,49 Euro, das finde ich voll in Ordnung. Und den hätte man auch in der Sorte Granatapfel in der Box haben können. Das fände ich auch geil. Und die sind von Puer Tomate. Sehr cool. Also das hat mir wirklich sehr, 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 sehr gut geschmeckt. Und ich habe es mir ein bisschen wieder thematisch sortiert. Und mache einfach mit Essensdingen weiter. Und habe hier das sind bunte Edelstahltrinkhalme, fünfteilig inklusive Reinigungsbürste, wiederverwendbar, rostfrei, spülmaschinenfest, leicht zu reinigen, 100% geschmacksneutral, stabil und bruchfest. Also wir sind schon vor einigen Monaten komplett umgestiegen an Trinkhalmen. Und ich habe auch über die Jahre schon verschiedene Sachen ausprobiert. Und bei vielen ist tatsächlich oftmals die Reinigung ein Problem, wie ich finde. Und wenn hier jetzt schon der Hinweis, dass sie leicht zu reinigen sind, draufsteht, finde ich das schon sehr cool. Das hier ist das Bürstchen, was dabei ist. Sehen, glaube ich, alles aus, ja. Voll schön. Da freue ich mich sehr. Halt auch in so einem schönen
kosten 12,50 €. Metallstrohhalme und Reinigungsbürste. Okay, dann haben wir Lentil Chips, Sea Salt Flavor. Ich weiß nicht, was Lentil ist. Vegan sind die auf jeden Fall, glutenfrei, kein Zucker hinzugefügt, 40% weniger Fett. Und die probieren wir jetzt natürlich. Lentil Based Snack. Snack aus Linsenbasis. Ah, Lentil ist also die Linse. Da ist ganz viel Linsenmehl drin. Okay. Und die Katzen sind irgendwie der Meinung, sie würden jetzt was zu essen bekommen. Haben definitiv Suchtpotenzial und schmecken sehr, 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 sehr gut. Ich mag das ja nicht, wenn Chips so fettig sind. Und das sind die irgendwie gar nicht. Das gibt's euch, hatte jetzt die mit Linsen. Es gibt auch noch Quinoa und Hummus. 2,10 € kostet eine Packung. Genau, Verzicht auf zusätzlichen Zucker. Glutenfreie Basis aus Hülsenfrüchten oder Quinoa. Und Hummus kann man, wie gesagt, aufhaben. Das fand ich cool. Dann was? Ich weiß noch nicht richtig, was das ist. Es ist von Sontor. Die Marke kenne ich auch schon. Glücksgewürz. Fruchtig-würzige Bio-Gewürzblüten. Ich hatte halt erst überlegt, ob man davon einen Tee macht. Aber hier steht Käse-Dips vegetarischen Gerichten. Achso, passt zu Käse, Dips und vegetarischen Gerichten. Was mache ich damit? Kosten auf jeden Fall 3,99 € und man hätte auch noch, also es gibt 7 verschiedene Sorten. Hier ist auch noch eine Sorte Alles Liebe abgedruckt. Kreative Küchenprofis und leidenschaftliche Hobby-Food-Blogger aufgepasst. Mit den essbaren Gewürzblüten verwandelst du jedes Gericht in ein kleines Kunstwerk, das fast zu schade ist, um es durch einen Schwung mit der Gabel zu zerstören. Aber wir müssen zu unserer Verteidigung sagen, süße Speisen und Desserts sehen mit diesem natürlichen Food-Konfetti einfach zum Anbeißen aus. Der Mix aus aufregenden Gewürzen und intensiven Blüten verwandelt dein Essen darüber hinaus in eine kleine Geschmacksexplosion. Habe ich noch nie vorher gesehen oder von sowas gehört. Aber dafür ist ja auch cool, die Box, einfach um seinen Horizont zu haben. Okay, es gibt noch mehr zu probieren. Also ich glaube, Seeberger kennt jeder. Und die haben jetzt neu einen Nuss-Oliven-Mix. Und sind dann die Oliven auch getrocknet, ja. Aus gerösteten Nusskern und 15% gesalzenen und getrockneten grünen Olivenringen.
Oliven nicht so gern. Deswegen probieren wir das nächste. Die Marke nennt sich Not Guilty Sweet Revolution. Hug Me Please Sour Aside. Das sind Gummibärchen. Litchi und Lime Flavor. Sind schon sehr süß. Man schmeckt auf jeden Fall die Limette. Auf Litchi wäre ich jetzt nicht gekommen. €1,99 und es hätte auch noch die Geschmacksrichtung Kiss Me Softly mit Himbeer und Grapefruit gegeben. So, das war's jetzt mit Essenssachen. Dann wird noch nachhaltige Textilien zum Personalisieren. Ah, okay. Lasst uns kurz nachschauen. Die jetzt auch noch in so einem hellen, wahrscheinlich cremeweiß gegeben mit pinker Aufschrift. Kostet 25 Euro. Accessory Bag. Genau, aus Bio-Baumwolle. Gibt es mit 8 verschiedenen Schriftzügen. Okay. Das war also die. Idee, was ich da reinpacke. Ich weiß nicht, ob es so eine Sommerliebe ist oder ob uns das länger erhalten bleibt, aber wir spielen gerade super gerne Kartenspiele, Memory und solche Sachen. Und die habe ich immer, die liegen jetzt alle irgendwo verteilt. Und jetzt könnte ich die alle da reinpacken. Und dann können wir uns auch einfach das Täschchen schnappen, wenn wir baden fahren. Und dann sind die alle da drin. Dann gab es wieder eine Zeitschrift. Das war jetzt, glaube ich, in den letzten 3 bis 4 Boxen war immer eine Zeitschrift dabei. Mars heißt die Verbundenheit, das neue Wir, wie wir gemeinsam über uns hinauswachsen, bewusst und erfüllt leben. 9,90 €. Die kenne ich auch noch gar nicht. Aber das sind ja meistens so Zeitschriften, die eben nicht im normalen Handel so rumstehen. Lasst uns dazu auch nochmal was lesen. Von Anima Verlag. Je mehr Inspiration und Input wir aufnehmen und verarbeiten, desto bunter wird auch unser eigener Alltag, unser Blick auf die Welt.
Das Mars-Magazin vom Anima Verlag ist ebensolch eine Quelle an abwechslungsreichen Ratgebern, bewegenden Geschichten und inspirierenden Menschen, die unseren Horizont erweitern und Impulse für ein erfülltes Leben geben. Stöbere in dieser Quelle der positiven Energie und beobachte, wie nach und nach mehr Farbe in dein Leben tritt. Okay, ich bin gespannt. Dann, weil ich sie gerade auch im Heft habe, auch die Marke kenne ich schon, I plus M. Naturkosmetik Berlin, Change the World with Beauty. Fair Organic Vegan, Spicy Energy Körper Lotion, Body Lotion, Ginseng Argan. Ich glaube, ich möchte das ausprobieren. Und die ist ganz leicht, nicht so schwer. Und riecht super, 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 super gut. Boah, voll schön. Das ist das Trend Goodie Spicy Body Lotion für 8,90 €. So. Dann hatten wir ein kleines Waschmittel. Finde ich tatsächlich ganz praktisch, wenn man in den Urlaub fahren sollte und dort selber wäscht. 500 Milliliter sind hier drin. Von Planet Pure, biozertifiziert, Universal Waschmittel Gel Lavendel. Reicht für 12 Wäsche.
ist super leicht. Auf den Lippen klebt gar nicht. Ist nicht unangenehm. Glänzt voll schön. Den mag ich gerne. Schauen wir mal noch kurz. Der kostet 12 Euro. Hochwertige, kaltgepresste Bio-Wirköle nähren deine Lippen intensiv und lassen sie gleichzeitig optisch voller wirken. Du erhältst von pflegenden Lipgloss in einer von 5 umwerfenden Farben. Okay. Der ist auch sehr dezent. Das mag ich für den Alltag ganz gerne. Und dann kommen wir zum letzten. Ich bin super gespannt, was es ist. So auf den ersten Blick konnte ich das noch nicht sagen. Gesichtspflegeset für 20 Euro. Nach einem farbenfrohen Tag benötigt deine Haut die passende Pflege für die Nacht. Daher legen wir dir zusammen mit der dänischen Marke eCooking nicht nur eine, sondern gleich 3 hochwertige vegane Pflegeprodukte für deine Haut in die Julibox. Reinige deine Haut zuerst mit der Peelingmaske, bevor du sie mit der feuchtigkeitsspendenden Maske verwöhnst und dein Beautyprogramm danach mit der beruhigenden Nachtcreme. Schön. Da freue ich mich drauf, das auszuprobieren. So. Und das war die Trend Raider Box im Juli. Ich hoffe, ihr konntet entspannen. Und es hat euch gefallen, zuzusehen. Euch noch einen wundervollen